Die erste Promi-Fuhre für die Verräter, Vertraue niemandem ist da. RTL hat die ersten 7 Kandidaten der neuen Reality-Krimi-Show bekannt gegeben. Insgesamt kämpfen ab dem 20. September 2023 insgesamt 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit und gegeneinander um 50.000 Euro. Unter ihnen sind 3 Verräter, die sich den Schatz alleine unter den Nagel reißen wollen. Der Großteil der ersten 7 Kandidaten rekrutiert sich aus Schauspielern. GZSZ-Sternchen Susan Sideropoulos ist genauso dabei wie Tatort-Ikone Christine Urspruch. Weitere Darsteller im Schloss in Südfrankreich, das aus Das Boot oder James Bond 007 Die Welt ist nicht genug, bekannte Raupein Claude Oliver Rudolph und Florian Fitz. Letztgenannter hat in zahlreichen Serien und TV-Filmen mitgewirkt. Seit 2017 ist er Teil der ZDF-Serie Bettys Diagnose. Neben der Schauspielriege, die bei dem Format eventuell Vorteile haben könnte, wagen sich 3 weitere Promis an das Experiment. Rapper Jalil ist darunter das wohl unbeschriebenste Blatt. Der ehemalige Handball-Nationalspieler Pascal Henz gibt sich nach Let's Dance bei der nächsten RTL-Show die Ehre. Und Schlagersängerin Anna-Karina Wojcik will sich ein gutes Jahr nach der Trennung von Stefan Maross eigenständig zeigen. Das Konzept von Die Verräter, Vertraue niemandem erinnert an das Partyspiel, das als Werwölfe oder Mafia bekannt ist. Aus den 16 Kandidatinnen und Kandidaten wählt Spielleiterin Sonja Siedlow heimlich 3 Verräter aus. Sie dürfen jede Nacht einen der anderen Teilnehmer, in der Terminologie der Sendung Loyale genannt, eliminieren. Die Loyalen müssen hingegen einen Verräter enttarnen. Anders als die Promis wissen die Zuschauer von Anfang an, wer die faulen Äpfel sind. Die Verräter läuft ab dem 20. September immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL.